Mahlzeit, Freunde. Wie euch der Videotitel wahrscheinlich verrät, habe ich neue Zellen. Und zwar sind diese Zellen für meine Solaranlage gedacht. Aktuell habe ich ja 200 Ampere-Stunden auf 24 Volt. Ich habe jetzt nochmal 8 Zellen bestellt. Erst wollte ich so parallel noch schalten, um auf 400 Ampere-Stunden zu kommen. Aber die neuesten Umbauten, hier steht nämlich noch jede Menge Zeugs, was noch alles verbaut wird. Dafür brauche ich ein 48-Volt-System und dafür habe ich mir nochmal 200 Ampere-Zellen, also 200 Ampere-Stunden-Zellen bestellt. Ich blende mal ein kleines Video ein. Das wurde mir zugeschickt. Ich hatte nämlich die Zellen über Alibaba bestellt. Ich habe, glaube ich, um die 800 Euro bezahlt, 812 oder irgendwie sowas. Lieferung hat jetzt auch wieder gute 2, 3 Monate ungefähr gedauert. Die waren für den 18. Januar angekündigt, sind jetzt am 16. Januar schon angekommen. Ging eigentlich alles ganz gut über den Shop. Was mich ein bisschen gewundert hatte, war dann erst, also habe ich erstmal Schock gekriegt, weil Alibaba sagte auf einmal, hey, die sind zugestellt und ich denke mir so an einem Samstag noch 3 Tage quasi, bevor die jetzt angekommen sind. Nee, die sind noch nicht da. Tracking-Nummer, steht nichts drin, noch nicht mal in Deutschland angekommen. Das kann ja nicht sein. Ich habe, warum kommt er jetzt angekommen? Und ich hatte mit der Dame per WhatsApp geschrieben, deswegen auch das Video. Das geht auch nicht so lang. Vielleicht habe ich es auch jetzt erst eingeblendet. Weil ich nämlich nachgefragt hatte wegen 200 Ampere-Stunden. 230 Ampere-Stunden war wohl kein Thema. 200 Ampere-Stunden wäre wohl ein Problem. Und dann hat sie welche gefunden und dazu habe ich dieses Video halt gekriegt. Und da sieht man halt, wie der Typ die durchmisst. Ich denke mir, wie geil. Die haben die noch. Alles klar, nimmst du. Das ist dann alles per WhatsApp noch nebenbei geregelt worden für das Video halt. Und was kriege ich? Weil ich habe den Karton schon mal aufgemacht. In beiden Kartons sind natürlich wieder 2 Kartons. Die schicken die immer zu 4 Zellen. Hier sind wahrscheinlich Busbars und Schrauben wieder drin. Ich habe noch nicht ganz reingeguckt. Gibt auch den einen oder anderen Hersteller, wo das nicht der Fall ist. Hat man ja schon. Aber auch wenn man Grade B-Zellen oder sowas kriegen sollte, ist das nicht schlimm. Die können sogar von der Kapazität teilweise mehr haben. Das sind halt die Gründe, warum die rausfliegen. Weil was bringt den Autoherstellern, wenn die da einen, weiß nicht, 500 Ampere-Stunden Akku oder was auch immer, wie der aufgebaut ist. Und da ist dann eine Zelle, die viel mehr verkraftet. Das macht natürlich die Spannung und das Balancing, was unnötig ist und sieht auch eventuell komisch fürs System aus, wenn dann eine Zelle immer voller ist oder nachzieht beim Aufladen. Deswegen gucken die halt, dass da sehr geringe Unterschiede sind. Die Dinger sind natürlich wieder super verpackt. Hier sind super extrem eingepackt, also man hat richtig viel Spiel. Ja, ich hole euch jetzt ran. Ich hole die Zellen jetzt alle mal raus. Ich muss euch mal kurz in die Hand nehmen. Also, wenn man das hier schon sieht, ne? Also von Bauch. Dass die einen Bauch haben, kann ja keine Rede sein.
Also ich habe die direkt aneinander so gestellt. Also die liegen hier plan übereinander. Die sehen doch tippitoppi aus, was das angeht. Wie gesagt, QR-Code kann man sehen. Ich gehe gleich mal mit der App drüber. Gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Ich bin gerade mal mit der App drüber gegangen. Ich blende euch mal kurz Screenshots ein. Alle 8 Stück habe ich gescannt. Und wenn man darauf achtet, Zelle 4 und 5 oder der vierte, fünfte Screenshot, müsst ihr da mal, eventuell kann man es im Video sehen oder auch nicht. Ich habe die Screenshots ja nummeriert. Das sind dann die beiden hier. Da fällt auf, dass die vom Produktionsdatum anders sind, aber auf derselben Produktionslinie sind. Die eine ist vom 18. März, 21 muss man dazu sagen. Also über ja, fast 2 Jahre alt. Oder wo ich sie gekauft habe, 1,5 Jahre. Dann haben wir, die nächste ist vom 19. Und wenn man dann auf die Nummerierung der Zellen achtet, scheint es so, als ob die Zellen rückwärts runtergezählt werden. Dass er mit Summe, keine Ahnung, 140 oder 150.000 gestartet wird und dann runtergezählt wird, weil die vom 18. hatten höhere Zahl als wie die vom 19. Da sind ungefähr 900 Zellen zwischen. Und dann ist da irgendwie 2 Tage, was haben wir dann? 19 und danach haben wir den 24. genau. Und also 5 Tage dazwischen. Und dann kommen die ganzen anderen Zellen. Eventuell, ich weiß nicht, Feiertage oder irgendwie sowas da hinten, dass es dann erst weiter dann mit der Produktion ging. Auf jeden Fall sind das hier 2 Zellen, die außer der ganzen Produkt, also vom Datum her anders sind. Die anderen sind alle gleich. Ich habe sie beschriftet, damit wir auch wissen, welche das sind. Und dann gucken wir mal, ob wir auch bei dem Innenwiderstand oder irgendwie sowas einen Unterschied feststellen werden. Fangen wir mal an. Die 2 Zellen hier in der Mitte, das sind nicht unsere Außenseite. Ich hoffe, ihr könnt soweit sehen. Zumindest vom Datum her. 3,29. Okay. Okay, da ist schon mal kein Unterschied. Bis jetzt sieht das ja perfekt aus. War ja gar kein Unterschied, ne? Also da kann ich überhaupt nicht meckern. 3,297, also sogar die dritte Stelle passt immer. Ja, außer bei der hier, die ist ein bisschen niedriger. Aber das kann auch. Auch nochmal. Nein, bleibt so. Alles klar. Ich habe übrigens mit der achten Zelle angefangen. Das ist 8. Und dann darüber, falls ihr das noch vergleichen wollt. Jetzt habe ich hier 19 gemessen. Ich sage ja, das Messgerät ist nicht mehr das Beste. 19 Milliohm. Also. Null, perfekt. 20. Machen wir euch nochmal. 19, bleibt so. Okay, weiter. 23. 20, okay. Ist das echt ein Kontaktproblem, ne? Jetzt haben wir hier 21. Je nachdem, wo man hier misst, hat man unterschiedliche 20. Achtzehn. Das müsste die Zelle sein, die als erstes produziert ist. 19, okay. 20. 20. 0, perfekt, komm. 21. Das ist dann quasi die erste Zelle. 22. Müsste man erstmal darauf achten, ob die das 21 bleibt dabei. Egal wie ich die messe. Gucken wir nochmal kurz auf 0. Ich glaube, ich muss unbedingt mal ein neues Messgerät bestellen. Das macht ja so keinen Spaß mehr. Gucken wir noch mal.
21 bleibt dabei. Minimalen Unterschied. Perfekt wären alle gleich, aber man sieht ja, die Zellen sind nicht nacheinander rausgekommen, sondern da sind immer ein paar Zellen noch dazwischen produziert worden. Machen wir jetzt einfach mal eine kleine Sichtprüfung. Und ja, okay, man sieht jetzt meine ganzen Fingerabdrücke da drauf. Wie gesagt, die sind super plan, also da kann man nichts sagen. Ich glaube, das sieht man auch sehr gut an der Spiegelung. Ja, ich gucke die mal eben alle schnell durch. Wenn ich was sehe, sage ich was. Ja, hier ist nochmal ein Aufkleber halt drauf. Die wurden wohl mit 16 Milliohm gemessen. Wie gesagt, vielleicht ist halt mein Messgerät auch ein bisschen im Eimer. Die haben auf jeden Fall alle dasselbe Label. Kann natürlich sein, dass die den einfach ausgedruckt haben und überall draufgeklebt haben. Das weiß man ja auch so nie. Aber die sehen optisch alle einwandfrei aus. Ja, ich bin da mal gespannt, was gleich der Kapazitätstest bringt. Ich werde die Dinger auf jeden Fall gleich aufladen. Wenn die erste Zelle dann durch ist, steige ich mit euch wieder ein. Aber wie ihr seht, hier sind eigentlich alle Zellen tipptopp. Da sind ein paar Luftblasen da drunter, mein Gott. Aber hier sieht jetzt nichts so aus, als ob das hier irgendwie so ordentlich verklebt. Hier würde man auch die Nummer nochmal so sehen. Man kriegt es auf der Kamera drauf. Das sieht alles tippitoppi aus. Und die letzte Zelle. Also da kann ich nicht meckern. So, kommen wir noch eben schnell zu den Busbars, bevor ich das vergesse. Ja, gute 2 mm Stärke haben die. Ja, ich kann jetzt den Zollstock hier dran halten, aber ungefähr 2 mm. Und Material kratzen wir mal kurz an. Da scheint, ja, man sieht was Rotes, da scheint Kupfer drin zu sein. Ich weiß nicht, ob die Kamera das rankriegt. Ja, ich kratze mal ein bisschen mehr weg. Oh, Kamera. Ah, es ist auf jeden Fall Kupfer, man sieht es. Ich hoffe, man sieht es so zwischendurch. Handy, stell scharf. Man sollte es sehen, dass es so ein bisschen roter ist. Es sind auf jeden Fall Kupferteilchen. Jetzt ist es doch die letzte Zelle geworden, weil ja, ich musste erst einmal Anschlüsse neu machen, weil da war ja noch ein Kontaktproblem. Wer meine Videos ja gesehen hat, der wusste das ja. Und da habe ich das einfach mir neu verkrimmt und halt auch schön verlötet gleichzeitig, damit ich das Problem nicht mehr habe. Und ja, habe mir dann gedacht, okay, dann testest du die Zelle nochmal neu. Weil ich habe mir gedacht, vielleicht kommt deswegen dieser. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon lesen könnt. Ich sehe gerade, man sieht es nämlich nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt so besser. Wir haben nur 293,8 Amperestunden. Das ist auch jetzt zufällig die letzte Zelle, die ich hier gemacht habe und anscheinend auch die schlechteste. Ja, ich zeige euch mal die Kurve dazu. Das Ganze sieht dann hier so aus. Ich stelle euch mal besser hin. Das ist die entsprechende Kurve zu der besagten Zelle hier gerade. Und wie wir sehen, es sieht nicht so aus, als ob das eine gebrauchte wäre. Zumindest denke ich, dass man es daran so ein bisschen sehen kann. Die Spannung fällt hier kurz ab und geht wieder ein bisschen nach oben und fällt dann ganz normal runter. Das ist ja eigentlich typisch für Lithiumzellen. Und das hatte ich bis jetzt, wenn die Zellen neu waren, quasi immer. Ich meine festgestellt zu haben bei den Varicor-Zellen zum Beispiel, das waren ja gebrauchte Zellen, da gibt es diesen Sprung nach oben nicht. Ich weiß nicht, ob man daran festlegen kann, dass es gebrauchte Zellen sind oder nicht. Dann gucken wir uns mal noch die restlichen Zellen an. Gott sei Dank liegt das wenigstens alles ziemlich nah beieinander. Wir haben die größte Differenz, also von zur kleinsten zur größten Zelle, haben wir 2,2 Amperestunden. Also die kleinste ist echt mit 193,83 Amperestunden und die größte haben wir mit 196,03 Amperestunden. Also wirklich 2,2 Amperestunden Unterschied. Das ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, dass wir nicht mindestens die 200 Amperestunden haben. Das ist ein bisschen doof für Zellen,
die laut QR-Code jetzt 202 Amperestunden haben sollten. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Die Zellen sind auch soweit alle wieder aufgeladen. Wie man sich vorstellen kann, bin ich mit dem Ergebnis nicht so zufrieden und habe das natürlich auch dem Händler geschrieben. Gerade weil ich die Zellen ja für den eigentlichen Akku hier, das ist ja hier mein wunderschöner eigentlicher Solarspeicher, der steht nicht mehr da, wo er sollte, weil ich daraus ja den 48 Volt System bauen möchte. Aber ein anderes Thema. Wir bleiben bei den Zellen. Und natürlich war es ein bisschen Diskutiererei mit dem Händler, aber halt auf freundlicher Ebene. Der hatte natürlich gefragt, ah, wie kommen Sie drauf, dass die Zellen zu wenig Kapazität haben. Hab den natürlich Bilder vom Test geschickt, danach von allen Bildern. Als Antwort kam danach, weil die Zellen alle so nah beieinander lagen, ja, die Raumtemperatur muss natürlich stimmen, das Messgerät muss in Ordnung sein, etc., etc., etc. An sich war der Shop sehr freundlich. Das ist natürlich nur ein Serviceberater, mit dem man das schreibt. Der hat auch immer gesagt, ich gebe die ganzen Daten mal weiter, mal gucken, was unsere Technik dazu sagt. Also das war halt ein ganz freundliches Schreiben und alles. Hab denen auch gesagt, dass das nicht mein erster Test ist. Und dann fragten die halt später auch, was können wir tun, um das Problem beiseite zu schaffen. Und ich habe natürlich nach dem Preisnachlass gefragt. Ich habe einfach da mal, die wollten einen Vorschlag von mir haben. Ich habe einfach mal 10% angesagt. Ich hätte wahrscheinlich mehr ansagen sollen, weil 10% kriege ich jetzt vom Kaufpreis zurück. Ja, sind fast gute 100 Euro oder was sind das dann, 85 Euro oder sowas, die ich dann wieder kriege. Also wenn ihr sowas feststellt, am besten erstmal normal schreiben. Ich habe jetzt nicht bei Ali, ich habe die ja bei Alibaba bestellt, ich habe jetzt nicht direkt auf Disput gedrückt, sondern einfach mal angeschrieben, hör mal, das ist mir aufgefallen, dies, das, jenes und auch Temperaturen und alles sowas. Das wollen ja halt alles wissen. Ein bisschen freundlich sein, dann geht das. Ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr rausschlagen sollen. Allein schon, was ich auch nicht ganz so okay fand, ich habe ja ein Video von dem bekommen, was wir am Anfang des Videos mal gesehen haben. Wo die gesagt haben, ja, wir haben ein paar Zellen gefunden, wollen sie die haben? Und ja, die sahen halt nicht hundertprozentig so aus. Also war wahrscheinlich einfach nur so ein Standard-Werbevideo von denen. Das war irgendwie fast schon Täuschung, könnte man sagen. Vielleicht aber auch Übersetzung. Das wird ja teilweise alles von denen aus Chinesisch in Englisch übersetzt. Vielleicht ist da auch bei der Übersetzung und ich übersetze mir das nochmal ins Deutsche dann. Vielleicht ist da auch irgendwann ein bisschen was schief gelaufen. An sich war der Service auf jeden Fall super. Die haben innerhalb von 24 Stunden immer geantwortet. Was das angeht, bin ich soweit zufrieden. Mit den Zellen, okay. Wenn man das an sich betrachtet, war der Shop ja in Ordnung. Die Zellen, ja, hätte geiler sein können. In Widerstände waren alle, passten alle zusammen. Das ist geil. Wir haben keine riesen Unterschiede von der Kapazität, das ist auch schon mal gut. Was natürlich absoluter Mist ist, dass wir nicht diese 202 Amperestunden da irgendwie ankratzen. Das ist natürlich für meinen Zusammenbau jetzt ein Problem. Es scheint aber auch generell ein Problem zu sein, 200 Amperestunden Zellen jetzt noch irgendwo zu kriegen. Die sind jetzt auch noch 2 Jahre alt. Genau, das war auch so ein Ding im Chat, wo die gesagten, hey, das sind aber neue Zellen. Ja, ich habe den QR-Code gescannt. Was erzählt ihr mir da? Die sind von, was war das? April, glaube ich. 2021, also jetzt schon fast 2 Jahre alt. Ja, ist nun mal so, dass die Zellen, was älter sind, habe ich schon öfters festgestellt. Ich hatte ja auch Zellen von Basengreen bestellt, 202 Amperestunden. Und die Zellen waren ja auch schon so super alt. Die haben ja noch nicht mal wirklich einen QR-Code. Also da ist zwar ein Code drauf, das ist aber kein QR-Code. Man erkennt den ja typisch, diesen QR-Code, dass der halt einmal diese 3 Quadrate quasi in jeder Ecke 1 hat und in der anderen Ecke ist gar nichts. Da weiß man ja direkt, das ist ein QR-Code. Und hier ist irgendwie so ein Data-Matrix-Code drauf. Die Nummer sieht man aber und daher konnte ich schon sehen, dass die noch von 2019 waren, meine ich. 2019? 2019, 2018 waren auf jeden Fall alt. Aber hatten auch mehr als 202 Amperestunden, warum hier, die ich jetzt gekauft habe, weniger haben. Ist kacke, ich gehe nicht davon aus, dass die gebraucht sind. Ja, man kann die Dinger neu ummanteln, aber diese Ummantelung ist ja hauchdünn und
Wenn man irgend, wenn die Ummantelung irgendwie schon mal beschädigt war, dann müsste man das irgendwie fühlen, sehen oder sowas. Das drückt sich ja durch. Das ist ja wie so ein Schrumpfschlauch, was da drum kommt. Und da würdest du jede Macke ja da drin sehen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie anfangen, das irgendwie zu verspachteln oder irgendwie sowas, dass man da keine Ebene mehr hat. Ich werde den Shop einfach mal verlinken. Wie gesagt, 202 Amperestundenzellen scheinen echt schwer zu sein. In der Regel kriegt man eher 230 Amperestunden. Das scheint eher so das Ding zu sein, was aktuell produziert wird. 200er Serie ist irgendwie bei den meisten, glaube ich, raus. Auch wenn man jetzt in den EVE Store geht, der bei Alibaba sehr gut ist, habe ich auch mal verlinkt. Da kriegt man gar keine 202er mehr. Also auch 100er ist schon so ein Ding. Man kriegt eher 120er, 230er, 280er sind auch gang und gäbe. Aber alles andere, so glatte Summen, so 100, 200, ist irgendwie aus der Produktion ausgestorben. So habe ich zumindest das Gefühl. Es gibt noch ein paar, die 100er machen, aber ja, die typischen 200er gibt es irgendwo nicht mehr. Und damit verabschiede ich mich von dem Video. Ich sag mal bis zum nächsten Mal und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und ein Abo nicht vergessen. Bis dann!